Was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Euer Name ist wieder hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Mario Kart Tour Multiplayer-Video. Heute wieder mit der Maschine. Der Sarko würde gerne mitspielen, aber der hat technische Internetprobleme. Der hat halt jetzt eine neue Wohnung und Co. Ja, und Provider macht Stress. Aber wer mit dabei ist, ist der gute alte Freund Klopapier. Coronavirus. Und natürlich das Beste für ein Coronavirus. Monster Energy. Wer natürlich nicht fehlen darf, ihr seht es schon, die gute Zockermaschine. Natürlich, ich bin immer hier dabei. Dann wollen wir mal direkt starten. Heute gibt es das Wii U Feeling mit einem Item. So, das ist eigentlich ziemlich relativ, weil... ja, das ist halt egal, ne? Nehmen soll, ey. Komm, Power Shell, Alter. Das ist meine Kombi. Wir fahren auf Chi-Chi, Dennis Lieblingsmap. Bin aber mal gespannt, ob die überhaupt noch die Mario Kart 8 Version. Und so, da ist ja eigentlich so viel Spielraum, so viele Versionen, die könnten die eigentlich alle so reinpatchen, ne? Eigentlich schon, ja. Ich meine, gut, dann verbraucht das Spiel zwar so 8 bis 9 Gigabyte, aber das wäre es mir wert, wirklich. Den Speicherplatz würde ich in Kauf nehmen. Okay. Okay, wer hat jetzt Internetleitung des Jahres? Anscheinend irgendwie lädt es bei mir nicht. Bei mir? Also wir haben jetzt ein Ladebildschirm gehabt und... Ah, jetzt bin ich drin. Ja. Okay. Oh, irgendwie dauert es bei mir länger, mein Internet spackt mal wieder ein bisschen rum mittlerweile. Ah, du bist ja mit dem Internet des Jahres. Ja. Ja, es ist leider so, dass es bei mir relativ wieder rumspackt. Es ging jetzt eine einige Zeit gut, aber mittlerweile fängt es wieder an rumzuspacken. In der Luft den Pilz gezündet, ob das so schlau war. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin Vorletzter. Oh, schade, ich wollte den Jump mitnehmen, aber der Jump war nicht gnädig. Eine Münze, man kennt ihn. Zack, eine Doni. Ja, wow, ich auch. Da. Oh, schön, da hatte ich was getroffen. Mhm. Der Bowser Panther. Direkt vor mir. Du bist Waluigi? Ja. Nicht getroffen. Oh, ganz knapp war's nicht getroffen. Och nee, ein Blume. Finde ich gut. Hab Spaß mit dem Typen. Ich glaube, den werde ich noch öfters treffen, wenn ich mit der Mario Kart 8 speedrunne. Ja, ne, wenn es nicht Uwe ist, nennen sie es ja einen für den Ersten, stimmt. Aber das war's, du bist Erster. Ah, jupp, bin ich. Sehr schön. Ist aber direkt ganz anderes Feeling, ne? Also wirklich anderes Feeling, wenn man nur mit ja, einem direkt Item mal, spielt. Ja. Weil ich hatte es echt noch nie... Seitdem ich dieses Spiel habe ich es noch nie gehabt, dass ich nur ein Item hatte. Noch nie. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Es waren mindestens immer zwei oder drei. Ja. Nehmen wir mal Paulina. Ich glaube, das hast du jetzt schon rausgehört, ne? Ja. Wobei heißt sie, ich glaube, der heißt sogar Pauline, nicht Paulina. Ich glaube, irgendwie jeder in Deutschland nennt die Paulina. Könnt auch echt an Pauline, ne? Hier von Joko und Lars. Ja. Ist ja auch irgendwie. Ja, aber ich glaube, die heißt offiziell Pauline. Das Beste, das weiß ich von meinem Odyssey. Also nicht wieso, aber egal. Ach komm! Als ob ich dich getroffen habe. Weil ich direkt hinter dir war und den Pilz dann dafür benutzen wollte, um dich zu überholen.
Und in dem Moment habe ich die perfekte Banane geschmissen. Und die Fallen eben. Ich habe eine Rot abbekommen. Da hat euch jemand einen Stern hinter mir. Zwei sogar. Und ich krieg wieder einen Pilz. Das ist gut. Leck mich doch am Arsch, Alter. Wieder ein Pilz, ich glaub's nicht. Wenn das Handy nicht so eigentlich so scheiße teuer wäre, würde es fliegen, glaub mir. Das glaube ich dir gern. Noch ein Pilz! Wahrscheinlich bin ich einfach zu weit weg, dass er die ganze Zeit die Pilze gibt. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich komme mir langsam vor wie auf einen Drogentrip, wa? Bei so vielen Pilzen. Ja, das war's. Ja, aber nur wegen Pilzen, Alter. Oder vielleicht habe ich auch Halluzinationen und bin eigentlich Achter. Wahrscheinlich. Und ich glaube, ich kriege meinen fünften Stern endlich. Setzen wir mal auf meinen Freund Donkey Kong. Donkey Kong hat mich wirklich, das ist der einzige Charakter, der mich noch nie in diesen Spielen enttäuscht hat. Oha, da bin ich jetzt mal gespannt. Immer wenn ich den fahre, ZB auf da seiner Map, so, ne, der hat mir so viel Liebe gegeben, der Charakter, wirklich. Besonders mit seiner komischen, dicken Banane, Alter, das war immer so meine Special Weapon. Ja, die große Banane hatte er auch aus Mario Kart Double Dash. Das war sein Spezialitem dort. Ist richtig krass, Alter. Ja, wenn du da reinfasst, dann teilt sich ja gleich nochmal auf in drei einzelne Bananen. Ich glaube, hier sind sogar vier. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja, ich mach mich mal hier weg. Ha! Abgesniped! Ehre! Okay, mich nicht. Hä? Bei mir hat es die voll erwischt. Ich bin voll dran vorbeigefahren an der Banane. Bei mir liegt, lag die euch mal oben auf dem Dach und bin dran vorbeigefahren. Egal. Es sind halt immer noch die Anzeige-Bugs. Ja. Punkt holen wir beide, aber krass, wa? Ach, eine Münze. Ja, ist nicht so gut, eine Münze, ne? Ich merke aber wirklich, wie in Momenten, wo ich in der Klemme bin, punkto, ich kann dich nicht mehr holen oder so, dass ich das Bedürfnis habe, dieses scheiß Ticket zu ziehen. Ja, ne, das fehlt irgendwie das Ticket. Man hat sich echt so ein bisschen dran gewöhnt, aber... Nein, ist das ein scheiß Ernst? Gib mir eine Hupe! Ehre. Ach man, warum? Und noch ein... Ach komm, zu früh gezündet! Okay, aber noch bin ich erster. Du bist knapp hinter mir, ey. Bin direkt bei dir. Das nächste Fuck! Das nächste Geschenk. War nicht geplant, das war nicht geplant. Ist runtergefahren? Ja, leider. Hier. Ach, Rote. Du fick dich doch! Wie bist du jetzt an das scheiß Geschenk gekommen? Da unten, wo ich lang gefahren bin, gab's noch ein Geschenk. Ach, Mann. Oh nein, die Rote. Nein! Ist jetzt mein Haus, oder? Ich fuck ab, Alter, was geht? Oh, das ist gut. Holy shit. Okay. Ich hätte gewonnen, da kam der Schicksalsschlag. Und dann BAM! Peach kommt von hinten mit dem Vibrator, Alter, und penetriert mich. Oh, damit bist du 5er geworden. Warum Mario Kart? Warum? Ich weiß es nicht. So. Fangen wir aber wieder mit zwei Items. Nochmal für das Switch-Feeling. Boah, aber ohne Witz, das Spiel ist ein ganz anderes mit Dings.
mit einem Item. Also da ist richtig das Mario Kart Wii-Gefühl. Das, was du aus den Montag-Videos kennst. Finde ich jedenfalls. Also für mich war es jetzt wirklich so, als würde ich Mario Kart, das, was ich bisher so über den Emulator gespielt habe, genau dasselbe Feeling. So, ja. Oder so, als würde ich Monte zugucken, ne? Ja, genau, du warst auch. Das taktische Feeling abwarten, bis du überhaupt das Item richtig verwendest oder so. Und man hat es ja gesehen, ich habe teilweise Items sinnlos rausgehauen, weil ich mir sicher war, dass nichts mehr passiert. Und dann kommt dieser Bitch-Move. Hätte ich bis kurz vor Ziel gewartet, Alter, mit dem Item, warum auch immer meine Grüne jetzt weg ist, aber hätte ich ein bisschen länger gewartet und hätte Peach mich einfach nur erwischt und ich wäre Zweiter geworden. Oder ich wäre näher an dich dran gewesen, weißt du? Ja, ja. So. Aber du kannst immer mit rausgleichen. Ja, ich muss nur jedes Rennen gewinnen. Ja, jetzt muss ich jedes Rennen gewinnen, das stimmt allerdings. Und momentan sieht es tatsächlich sehr, sehr gut aus für dich. Ich bin irgendwie weit hinten auf dem 5. Wie auch immer ich jetzt auf dem 7. gelandet bin. Ist egal. Oh, Stern. Komm mal her. Wobei der Stern eigentlich nur um Verwundbarkeit bringt. Nicht mal richtig Speed bringt er ja dabei. Ah nein, siehst du wieder. Habe ich die Grüne einen Moment zu früh losgeschickt. Und da kommst du mit dem Stern wahrscheinlich. Ja, der ist aber da weg. Ja, ich würde so gerne diese Schnellticket ziehen, ey. Man merkt das schon, gibt's aber leider nicht. Man merkt schon richtig, wie Mario Kart einen damit angefixt hat. Mal ganz ehrlich. Und das finde ich gefährlich. Oh, fuck. Okay, wie auch immer ich jetzt aus der Map geflogen bin. Super. Ehre. Wie auch immer ich das auch geschafft habe, egal. Ich bin Letzter. Geil. Nein, ich fahr noch hin. Komm, komm, komm. Solange ich vor Dings bin, ist mir egal. Oh, Alter. Ich hätte dich mit dem Kugel fast noch überholt. Ganz knapp. Mario Kart gibt jetzt endlich mal Liebe. Na okay, dann steht 3-1. Corona. Also noch ist alles offen. Ey, Diggi, weißt du, für alle, die Angst haben vor dem Coronavirus, ne? Das hier ist jetzt brutal. Ich habe gerade einfach Klopapier genommen und dann so abgezogen und weggeschmissen. Gut, ne? Ich sehe schon wieder diese ganzen, oh mein Gott, Corona. Oh nein, wie kann er nur? Okay, jetzt zwei Pizza als Erster, läuft. Fährt er hier mit Mario. Ja, ich wechsle mal die Charaktere immer wieder durch. Kann ja nicht schaden. Tschüss. Natürlich. Da ist der fette Affe da vorne. Hier, gönn dir. Verdammt. Nein! Ja, und auf einmal alle zersprungen, alles klar. Es kommt Banane aus nichts. Nein, ich hatte eine fette Banane am Arsch, deswegen. Oh, Junge, hau ab! Boah, fast wegen dir kein Geschenk bekommen. Corona, Alter. Nee, die Geschenke, die kriegst du so oder so. Egal, ob da der jemand durchfährt oder nicht vorher. Nee, du hättest mich fast ins Ausgeschmissen. Ja gut, das ist gut. Da kriegst du wirklich kein Geschenk. Nice getroffen. Ah, ich hasse diese Kurve. Ich hätte aber fast auch gefettfingert. Oh nein! Nein! Yes! Nein, ist das ein Scheiß Ernst! Nein, 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 lass mich da. Meine Seite, Erde! Oh! Alter, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Wuhu!
nichts, ob das gerade passiert ist. Was ist denn hier los? Also, jetzt soll mir noch mal einer sagen, dass das hier kein Mario Kart ist. Den ganzen ersten Cup habe ich nur auf die Fresse bekommen und jetzt spiele ich Donkey Kong und dann, also beim zweiten Cup spiele ich nur Donkey Kong und bisher kein Rennen verloren. Ehre. Na, mal sehen, du kannst mit dem letzten Rennen jetzt ausgleichen. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Wir werden sehen, aber es wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend, das kann ich dir sagen. Vor allem mit Knochenbowser. Das einzige Knochenbowser, seine Special finde ich ein bisschen OP. Weil gefühlt nichts die abwehren kann. Ja gut, das war aber schon auf dem GameCube so, dass das OP war. Na, Münzen bekommen. Bitteschön. Ja, war mir klar. Ja, die zweite hättest du vielleicht später schmeißen sollen. Keine Ahnung, die war auf einmal weg. Meine zweite rote war auf einmal weg. Ich hätte sie gerne noch eingedrückt, aber nö. Das Spiel wollte es nicht. Und ich fahre in einem. Ach, jetzt wird mir auch noch die rote geklaut. Scheiß Bots, verpisst euch alle. Ganz knapp. Ach, ich fahr wieder in diese Scheiße. Du fahrst genau rein. Ja, und du respawnst einfach vor mir. Alles klar, Digi. Ehre, Cheating. Junge, jetzt hau ab hinter mir da hinten. Ihr, gönnt euch. Wieso zum Teufel bin ich Siebter? Paddy meldet sich einfach so. Grüße an ihm, gehen raus. Schaut mal in seinen YouTube- und Twitch-Kanal vorbei. Sport ist kein Mord, Ehre. Aber ich bin's, Tim. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Alter Schwede. Was okay, für da. Ein... Aber du hast über den Ausgleich noch geschafft. Was für ein... Also wirklich, was für eine Folge, Leute. Naja, das war's von diesem Video. Schaut bei der Zockermaschine vorbei. Da haben wir nämlich auch noch ein Video aufgenommen. Und wie es da abging, werdet ihr dann bei ihm sehen. Ich freue mich drauf. Ciao, bis zum nächsten Mal.